Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier und heute mit dem Awaken und Showcase zu LR Goku GT, Pan GT und Trunks GT oder die Kurzversion, wie ich es gerne sage, LR Gopanks. Bevor wir damit anfangen, Freunde, wünsche ich auf jeden Fall erstmal schöne Feiertage über die nächste Zeit, über die nächsten Tage. Genießt die Zeit, nehmt so viel mit, wie ihr mitnehmen könnt. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch ebenso gut, damit ihr auch quasi die Feiertage genießen könnt. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen erstmal mit dem Awaken an, dann gehen wir rüber zum Showcase, werden auf jeden Fall sie und ihr Team showcasen. Das Team ist wirklich sehr gut, das werden wir gleich sehen. Für das erste Awakening, um sie auf die TOR-Version zu bringen, brauchen wir an der Stelle eine Medaille von dem Goku GT. Diese gibt es aus dem Barbershop bzw. aus dem Story-Event von der GT-Storyline. Dort gibt es nämlich eine Währung und da könnt ihr quasi mit der Währung euch die Medaille von Goku GT holen. Das ist aus dieser Story, Freunde. Pan gibt es jeweils aus diesen Stages. Ihr seht es hier, das ist eigentlich das, was ich meinte mit dem Dragon Ball GT Story Event und den Währungen. Dort droppt Pan die Pan-Medaillen auf Stage 6 oder in Dragon Ball Fusion auf Stage 1. Von ihr brauchen wir 3, von dem Goku hier, von dem Goku GT. Eine jeweils aus dem Barbershop, wie gesagt, gegen die Währung. Und von Trunks brauchen wir dann auch 3 Stück aus dem GT Story Event, der beziehungsweise die Medaillen droppen auf Stage 3. Wenn wir das alles beisammen haben, Freunde, wenn wir die richtigen Medaillen haben, dann können wir sie erst awaken zu der TUR-Version. Und danach werden wir sie natürlich noch auf die LR-Version bringen. Kurz uns ansehen, die Infos und Details. Mein Team euch zeigen und dann geht's rüber in ein Event. Weil ich kann es kaum erwarten, die zu testen. Boah, das sieht schon mal geil aus mit dem Hintergrund. Yeah, das sieht auch... Boah, die TUR-Version sieht auch sehr schön aus, finde ich. Genau, und nach der TUR-Version, bei allem Respekt, die TUR-Version sieht auch übel fresh aus. Können wir sie dann zu der LR-Version awaken, wenn wir wieder hier eine Medaille von dem Goku brauchen, dann 7. Jetzt, also es sind dieselben Medaillen im Endeffekt. Ja, aufgerundet braucht ihr jetzt für, beziehungsweise was heißt, für die LR-Version braucht ihr jetzt 7 von Pan, 7 von Trunks, nochmal 1 von Goku und aufgerundet im Prinzip komplette Medaillen, die ihr braucht, sind 10 von Pan, 10 von Trunks und 2 von Goku. Und dann seid ihr schon ready to go, Freunde, nachdem ihr sie hoffentlich gezogen habt oder in Zukunft zieht. Und dann könnt ihr sie auf die LR-Version bringen. Und ich muss echt sagen, das wird gleich richtig spannend und richtig geil, wenn ihr wisst, was die drauf haben und wie sie sich ja in dem Team synergieren, sag ich mal. Oder was sie für eine Utility mitbringen. Und das hier ist an der Stelle die LR-Version. Sieht auch sehr schön aus. Ich mache sie mal ganz kurz ready to go und dann schauen wir uns die genau an. Alles klar, Freunde. Und da werden wir ready hier auf Level 150 SE20. Das Einzige, was bei ihnen wehtut, ist halt, man braucht 19 Kais. Sei es Grand Kais, LR Kais, Sleeping Kais. Sie haben keine farmbare SE. Dementsprechend ist euer Boy jetzt hier auch LR Kai arm, sag ich mal. Aber nicht schlimm. Und wir wissen ja, ich habe für sie einen Dupe gezogen. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich wollte damals sie schon auf jeden Fall ziehen, als sie released wurden im Vierjährigen, weil ich wollte sie auf jeden Fall showcase. Und es freut mich umso mehr, dass wir das heute machen können, weil die sind wirklich sehr, sehr gut. Das sind ihre Sets, by the way, wie gesagt, mit einem Dupe. Wenn ihr Dupes zu sie habt, geht auf Crit, Rest auf Additional Attack. Maximum wäre 15 Crit, 6 Additional Attack, 5 Dodge. Was haben sie jetzt drauf, Freunde? Leader Skill, mit dem Leader Skill geben sie der Dragon Ball Seekers Kategorie Ki plus 4 und 170% auf HP, Attack und Death oder Super Int Charakteren Ki plus 4, HP, Attack und Death 100%. Und diese Ki plus 4 sind gestört. Das ist gestört, Freunde. Dragon Ball Seekers Kategorie gucken wir uns gleich an. Sie ist beschränkt. Es gibt nicht so viele Dragon Ball Seekers Charaktere, aber es gibt genau richtige, wichtige und die sind free to play. Und die spielt man alle im Team. Gerade war so ein Lag. Ich habe gerade auch gesehen, aber sorry dafür. Jedenfalls, die machen sie mit der ersten Super Attack Colossal Damage und erhöhen die Verteidigung um 33% für eine Runde. Mit der zweiten Super Attack, also mit der Ultra Super Attack, machen sie Mega Colossal Damage und erhöhen die Verteidigung ebenso um 33% für 3 Runden. Die Passive ist folgendermaßen, Freunde. Sie bekommen auf den Angriff und auf die Verteidigung 77%, wenn sie eine Super Attack machen. Und zusätzlich dazu bekommen sie dann weitere 77% drauf, wenn sie eine Ultra-Super-Attack machen. Für jeden Dragon Ball Seekers-Kategorie-Mitglied im Team bekommen sie Ki plus 1. Wisst ihr, was das heißt? Wenn euer Team komplett aus Dragon Ball Seekers-Charakteren besteht, inklusive Frank, der gehört auch dazu, dann bekommen sie durch die Passive Ki plus 7. Und durch den Leader-Skill, Double-Leader-Skill, LR Gopanks, sind das dann Ki plus 8. Heißt, ihr fängt die Runde an, ohne dass die Linkskills verwertet sind, mit 15 Ki. GG! Die tun, die ganze Zeit tun die ihre Ultra-Super-Attack starten in ihrem Team. Das ist gestört. Und das wird noch gestört, wenn ich euch gleich zeige, mit welchem Partner man sie spielt. Jedenfalls, Linkskill haben Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Rival Duo, GT, Prepare for Battle, Shattering Limit, Legendary Power. Viele Key-Linkskills nehmen wir an. Und einen wichtigen Angriff-Linkskill, sage ich mal, Rival Duo, sind hier an der Stelle. Was ist der Rival Duo nochmal? 10% auf den Angriff und minus 15% auf die Verteidigung des Gegners. Kategorie sind sie Dragon Ball Seekers und Joint Forces. Überwiegend spielt man sie auch in diesen Teams. Vor allem in ihren eigenen Team als Leader, sag ich mal. Super Int würde natürlich auch gehen. Mein Team sieht folgendermaßen aus, Freunde, mit dem. Und das meinte ich. Richtige, wichtige Free-to-Play-Charaktere, die haben einfach einen Stammplatz im Team.
Giru ist Free-to-Play, der hat einen Stammplatz. Man spielt Giru zusammen mit ihm in einer Rotation. Giru ist wirklich ein guter Charakter. Der kam zum 4. Jubiläum, komplett Free-to-Play, mit eigenen Free-to-Play-Orbs auf 100%. Er konnte man ihn bringen, sag ich mal. Er hat quasi ein Ziel auf der Super-Attack, macht Supreme Damage. Wichtiger ist seine Passive hier an der Stelle. Wenn ein Hybrid-Sane Kategorie-Mitglied im Team vertreten ist, bekommt er selbst Key plus 2 Attack und 6%. Bei mir ist es der Fall mit LRB-Pan, aber viel wichtiger, er ist ein Supporter für die Dragon Ball Seekers-Kategorie. Diesen gibt er Key plus 2 Attack und 30%. Noch viel wichtiger, mit LR Gopengs halte ich ihn in einer Rotation, denn sie teilen sich Rival Duo, wichtiger Angriffslink-Skills, GT und Shattering Limit. Also die in der Rotation ist sehr, sehr gut. Wisst ihr warum? Weil der wird einfach nur vom Key, da wird einfach nur Key fließen und LR Gopengs wird nonstop die Ultra Super Attack machen. Die macht zum einen viel Schaden und sieht sehr, sehr geil aus. Andere Rotation haben wir Kid Goku mit LR Goku und Arale. Auch eine sehr schöne Rotation. Wisst ihr, da sind wichtige Dragon Ball Classic Linkskills getriggert. Die Linkskills, die sie brauchen, die für sie wichtig sind. Arale auch ein Free-to-Play-Charakter, Stammplatz im Team. LRB-Pan Free-to-Play-Charakter, Stammplatz im Team. LRB-Pan mitnehmen auf jeden Fall. Zum einen wegen der Proc für Giru, aber zum anderen, weil sie ein guter Charakter ist, sehr gute Utility mitbringt, nützlich ist und an der Stelle natürlich auch noch einen Support-Aspekt habt durch den Active-Skill. Den letzten Charakter habe ich mich für Trunks entschieden. Warum? Der, obwohl der bei mir auf SA5 ist, ich hätte ihn wirklich gerne auf SA10 gebracht. Ich habe leider keine Kais mehr. Ich wollte das nicht machen. Ich habe ihn aber dennoch mitgebracht, weil ich auf jeden Fall einen Fierce-Battle-Charakter haben wollte. Denn wenn ich in die Rotation reinkomme mit Kid Goku und Arale, dann wollte ich, dass mein Kid Goku einen Fierce-Battle, den Linkskill Fierce-Battle bekommt. Ich hätte natürlich auch Super-Int-Charaktere mitnehmen können. Super-Int-Charakter bekommt Key plus 100%. Ich wollte eigentlich am Anfang Super-Saiyan-3 Bardock mitnehmen, wegen Fierce-Battle. Und wenn wir unter 70% sind, hätte er dann 40% Attack-Boost für die Super-Klasse benötigen. Oder ihr könnt auch zum Beispiel irgendeinen anderen Super-Int-Charakter mitnehmen. Hab mich letzten Endes dagegen entschieden, weil ich ein komplettes Dragon Ball Seekers-Team showcasen wollte mit dem Key plus 7. Einfach mit Dragon Ball Seekers-Charaktere, dass die mal andere Charaktere sehen. Das ist bei rausgekommen, Freunde. Aber vergisst nicht, Super-Int-Charaktere bekommen auch hier einen Boost. Und das sind so mehr oder Dragon Ball Seekers-Charaktere. Es sind weniger Charaktere, wie gesagt, aber es sind richtige, wichtige Charaktere, wenn ihr sie habt, sehr, sehr gut. Aber was noch viel, viel gestörter ist, aus diesem Team haben wir 3 Free-to-Play-Charaktere, die Stammplatz sind. Und diese 3 Free-to-Play-Charaktere, Freunde, habe ich natürlich im Team. Und die restlichen 3 Charaktere, ich meine, der eine ist der Leader, wenn man ihn zieht, natürlich, man zieht ihn schwierig, ist ein LR. Aber wenn man ihn zieht, hat man 3 Free-to-Play-Charaktere, die im Team Stammplatz haben. Dann kann man noch mit 2 Charakteren auffüllen, Freunde. So sieht mein Setup an der Stelle aus. Ich freue mich wirklich, jetzt dieses Team showcasen zu können. Deswegen legen wir mal sofort los. Alles klar, Freunde, und wir sind im Dokument von Hit. Und jetzt schaut euch das mal an, wie Key die einfach schon so haben. Der muss einfach nur ein bisschen Key einsammeln, ist sofort ein Ultra Super Deck am Start. Aber in der Giru kommt hier rein. Gell, richtig. Oh je, die Rotationen sind total gegen uns. Kid Goku ist drüben, deswegen tun wir Kid Goku mal rüber. Pan gehen wir ein bisschen hier da, hiervon. Oh, guck mal, wie viel HP wir haben. Fast 500.000. Und ja, die haben sofort ihre Ultra Super Deck. Der Friend hat keinen Dupe. Schauen wir, was der Friend hier drauf hat. Aber wir wollen auf jeden Fall Giru mit ihnen hier in die Rotation bringen. Heißt, das ist quasi das Mindeste, was wir mehr oder weniger sehen werden. Aber ich rede von mindestens. Der kommt easy auf die Ultra Super Deck wegen dem Leader Skill, wegen der Passive. LR Gopengs ist von der Utility her, von der Nützlichkeit her sehr, sehr gut. 2,6, sehr schön. So. Die erste Animation sieht richtig cool aus. Die sieht richtig gut aus. Also wenn man LR Gopengs sieht im Endeffekt, dann hat man ein sehr, sehr schönes Team, was von Synergie trotz, dessen Utility sehr, sehr gut ist. Utility im Prinzip Nützlichkeit. Sie kommen alle selbstständig auf Key. Vor allem die LR Charaktere sind nonstop mit ihrer Ultra Super Deck am Start. Vor allem LR Gopengs. Also dieses Team, wenn man es hat. Und da sind halt 3 Free-to-Play Charaktere, die ganz, ganz stark sind. Es sind 2 davon sind LR und 1 ist Giro. Und der ist ein richtig guter Partner für LR Gopengs. Also geil, die haben das wirklich geil gemacht einfach. Jetzt habe ich LR Gopengs rausrotiert, ne? Goku und Arale, deswegen machen wir das Ganze mal so. Guck mal, er hat schon, ich habe nicht mal Key eingesammelt. Schon hat er die Ultra Super Tech. Das ist halt das, was ich meine. Die Rotationen sind noch ein bisschen gegen uns. Ich muss mal gucken, dass ich das zusammenbringe, zusammenfüge. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann dürft ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid, Freunde, dürft ihr den Ganzen auch gerne ein Abo geben, wenn ihr das unterstützen mögt. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall. Über jede bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank, Freunde. Und ja, also bei allem Respekt, das ist halt so ein Team, was wahrscheinlich auch niemanden, also wenigen bekannt ist. Vor allem jetzt, ja, okay, auf Global gibt es sie nicht. Sie kommt zum 4. auf Global. Aber das 4. Jubiläum ist im Juli in Global. Und wenn ihr sie dann zieht, hoffentlich, ja, der ein oder andere, wenn ihr dafür summon werdet, dann habt ihr wirklich ein geiles Team. Schaut euch das mal an, Freunde. Nonstop Ultra Super Deck auf dem LR. Wisst ihr, was das ausmacht? So, jetzt. Jetzt haben wir Giru mit LR Gopengs am Start, aber mit dem Friend. Ich werde mir den Active Skill aufbewahren. Und zwar werde ich das folgendermaßen machen. Ja, doch, Rival Duo.
Giro ist sehr, sehr wichtig für LR Gropex, weil die ja am Rival Duo zusammen. Diese Kiei, die bringt mich gerade so um, einfach, da fließt einfach die Ultra Super Deck. Ne, ich werde Giro in der Rotation behalten, weil ich will mein LR Gropex hier sehen. Denn mein LR Gropex hat einen Dupe, aber jetzt haben wir mal Vergleich. Und ich werde den Active Skill auch aufbewahren für mein LR Gropex. Das wird dann so gesehen in diesem Szenario, in diesem Setup, das beste Szenario für sie. Wenn ich mein LR Gropex Skin habe mit Giro und dann LR Beepans Active Skill aktiviere, dann haben wir auch mehr oder weniger alle Angriffslinks getriggert, außer Saint Warrior Race. Ich bin gerade nicht sicher, ob LR Beepans Saint Warrior Race hat. Ich schaue mal nebenbei ganz kurz nach. Aber Giro, die Legende. Okay, Giro, okay, man hält zwar Giro zusammen mit LR Gropex. The Devs. Giro ist ein Free-to-Play-Charakter, aber es ist ein Supporter und wenn Hybrid Saint 3,5, genau das. Und wenn Hybrid Saint Mitglied im Team ist, dann ist er da trotzdem für ihn gut, weil er dann Keep Cell bekommt, Attack mit 60%. Also Schaden macht unser kleiner Giro auch, so ist nicht. Ihn kann man auf jeden Fall spielen in der Rotation. Ich würde es auch empfehlen, es ist ein Free-to-Play-Charakter. Den kann sich quasi jeder holen oder konnte sich jeder holen. Oh, die Rotation ist auch perfekt. Das ist so geil, guck. In der Mitte haben wir jetzt 4 Battle für Goku. Es ist so, das Team ist so, was für angesetzte Charaktere haben, es ist so geil einfach. Und, also LR Giro würde ich nicht schlecht reden, weil er Free-to-Play-Charakter ist und so wenig auf dem Radar steht, sag ich mal. Aber dennoch macht er seinen Job sehr, sehr gut. Es ist hier mehr ein Job der Utility. Ihr merkt schon, ich nutze heute das Wort häufig Utility. Im Prinzip nutzen Synergie, so was sie ausmachen. Giro ist nicht da, um Schaden zu machen, sondern vom Nutzen her. Das ist das Wichtigere, denn... Oh, jetzt der Penner. Nee, ich aktiviere ganz kurz meine Sensobohne, weil ich will alle Gopings auf jeden Fall bewegen in die Mitte. Ich will nämlich, wenn wir das so machen, haben sie Rival Duo, wie gesagt, LRB-Pan, jetzt hat LRB-Pan. LRB-Pan sollte... Hat sie Saint Warrior Race? Ich glaube nicht, nee, das sollte sie nicht haben. Weil LR Gopings hat Saint Warrior Race. Wir haben ja 3 Saints mehr oder weniger drin, aber LRB-Pan hat das nicht, wenn ich ganz kurz checken darf. Nee, hat sie nicht. Alles klar, also hier wäre jetzt im Prinzip von Angriffsskill her für... Ich habe nicht mal Key eingesammelt, sie haben die 24 Key. GG. Das meine ich. Also alle Angriffslinks sind getriggert, außer... was habe ich gesagt? Saint Warrior Race. Nein, ich habe Active Skill aktiviert. Nein, ich Idiot. Was mache ich? Total vergessen, wegen dem Support-Aspekt. 4,0 jetzt schon. 4 Millionen meine ich, sorry. Habt ihr das gesehen? Ich wollte kurz auch resetten, aber es war schon zu spät. Normalerweise habe ich ja gesagt, ich tue nie resetten. Oh, Additional Ulti, sehr schön. Ich tue nie resetten in einem Showcase, aber das sieht nicht schön aus, sag ich mal. Man kann ja zum Beispiel beispielsweise, bevor ihr einen Angriff getilgt habt und die App dann schließt und wieder neu startet, dann könnt ihr wieder die Reihen hin und her bewegen. Aber mir war es schon zu spät. Nicht schlimm, trotzdem werde ich mich bemühen, dass wir am Ende noch dieses Szenario sehen mit dem Active Skill, selbes Szenario. So kamen wir auf 4 Millionen schöne Additional Attack gesehen. Jetzt gucken wir uns am Ende noch das an, was ich sehen wollte. So, alles klar, jetzt hätten wir das, was ich eigentlich sehen wollte. Und guck mal, ich habe nicht mal Key eingesammelt. Sie haben sofort die 24 Key. Das ist das Gestörte. Ich hätte es gerade wieder vergessen. Active Skill von Beepan aktivieren. Warum? 33% Support-Aspekt auf den Angriff für diese Runde. Jetzt bin ich auch gespannt, was jetzt drauf kommt. Wir hatten zuvor 4 Millionen. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt dabei rauskommt. Ansonsten, Freunde, ihr seht es, das Team ist wirklich sehr, sehr gut. Also sowohl die Karte als auch das Team. Ultra Super Decks fließen einfach nur. Jeder tut Super Attacken ohne nicht mal ohne Key einzusammeln. Also, ihr müsst nicht mal Key einsammeln. Trotzdem kommen die auf ihre Super Decks. Dab. Und jetzt, auf was kommen sie mit dem 5,3 mit einem Dupe? Oh mein Gott. Gestört. Und Active Skill von Beepan natürlich. Also, Freunde, ich glaube, ich muss zu diesem Charakter nicht viel sagen. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Charakter. Das Team ist auch nutzerfreundlich in dem Sinne, weil es viele Free-to-Play-Charaktere gibt. Deswegen für Global beispielsweise. Holt euch zum Beispiel in der Zukunft dann, wenn natürlich ihre Events kommen, auch die LR Goku Arale, LR Beepan und so und so fort. Das ist eh mehr oder weniger ein Thema für das 4 Jubiläum im Juli. Wenn das kommt, werden wir natürlich noch alles genauer ansehen. Aber ich muss ehrlich sagen, zusammenfassend, ein wirklich einer der besten Teams in der Hinsicht, wie gut sie sich synergieren, wie gut sie mit einer klarkommen, von der Utility einfach her. Diese Key plus 470%, das ist gestört und dann noch 15 Key startet er schon so, ohne Key einzusammeln, ohne Link-Skills und mit Giro in der Rotation, da ist die 24 Key, bei einem LR. Immer, so gut wie immer garantiert. Das Team ist wirklich sehr, sehr gut, die Charaktere sind wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Ich hoffe, dementsprechend hat euch das Ganze auch gefallen. Ich wünsche euch, wie gesagt, schöne Feiertage. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.